trinke noch ein Stückchen von diesem Echtaler. Mann, das ist echt super, dieses Wasser, ne? Echtaler Mineralquelle. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wesergold aus Renteln. Toll. Wenn die hier sind, ich hoffe, ich kriege ganz viel Geld von denen. Dann muss ich zum nächsten Konzert nicht mit dem blöden Bandbus mit dem blöden Theodor Shitstorm fahren. Ich mit meinem eigenen. Ja. Ja, aber was für einer? Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Opel Grandland X. Okay, ich spiele ein Lied. Today is gonna be the day. Soll ich eigentlich die Gitarre stimmen oder ist so Punkrock, ist egal. Jazz hört eher wann anders. Die haben bestimmte Instrumente, nicht so wie ich. Und am Sterbebett fragt sich der Mann selbst: Lieber Gott, hab ich alles richtig gemacht auf der Welt? Die echten Männer sterben aus. Und ich bin. Okay, pass mal auf. Das ist selbst mir zu viel Punkrock. Das geht so nicht. Guck mal. Ihr seid doch hier ein bestimmtes Niveau gewöhnt in Westerstede. Das weißt du doch. Das hast du auf den Karten gesehen. Guck mal, ihr vergesst es einfach, was gerade passiert ist. Und hört gleich nochmal von vorne zu. Wenn die Gitarre so richtig gut gestimmt ist. Soll ich euch erzählen, wo ich die Gitarre gefunden habe? Ist wirklich so, die habe ich auf der Straße gefunden. Und dann habe ich draufgemalt. Doch, ist kein Witz, ist echt so. Guck mal, die ist von Fender, siehst du? Aber es gelogen ist eigentlich, glaube ich, von Fender. Naja, okay. Ich merke schon, ihr findet mich so mittellustig, ne? Am Sterbebett fragt sich der Mann selbst: Lieber Gott, hab ich alles richtig gemacht auf der Welt? Die echten Männer sterben aus und ich bin einer von ihnen. Ich sehe dunkle Schatten am Horizont aufziehen. Ich hatte immer nur meine eigenen Visionen im Sinn. Ganze Gefühlerei bringt uns nirgendwo hin. Liebevoll und Jahrtausende lang hab ich mir ein System ausgedacht. Da bin ich der König und du der Fußabtreter der Macht. Nur noch einmal Boys don't cry. Nur noch einmal ein lonely wolf sigh. Nur noch einmal im Männerbund mit Steuervorteil. Lieber Gott, die Zeit der echten Männer ist jetzt vorbei. Und wer soll dir jetzt alles erklären, von dem er gar nichts weiß? Während er in der S-Bahn seine Beine über drei Sitze spreizt. Wer beschränkt dich bloß auf ein Körperteil und hat's dann immer nicht so gemeint? Wer übernimmt all diese Aufgaben nach meiner Zeit? Und wer schmeißt den Scheiterhaufen an und sagt dann: Baby, lächel doch mal! Und wer streicht dich aus der Weltgeschichte und meint, du reagierst zu emotional? Und wer läuft jetzt bloß wieder Amok und nennt es dann ein Einzelfall? Was wäre das bloß für eine Welt ohne diese Gewalt? Nur noch einmal Massenschlägerei. Nur noch einen Eimer saufen, Oberkörper frei. Nur noch einmal The Expendables 2. Lieber Gott, die Zeit der echten Männer ist jetzt vorbei. Nur noch einmal mit Horst im Heimatministerium. Nur
bevor ich mich im Grab ausruhe. Der Vater vergibt euch nicht, denn ihr wisst ja genau, was ihr tut.